Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, die Godscover von Richie in der Urversion quasi, also die Mutter aller Richie Maps, hat einen frühen Winter irgendwie. Verdammt, ich habe gedacht, ich könnte noch Raps sehen. Ah, hast du falsch gedacht, jetzt habe ich hier Schnee. Ich bin am Vorspulen, ich wollte eigentlich nur mal eben gucken, ne? Oh, was soll da, Leute? Ich bin noch nicht auf Schnee ausgerichtet hier. Ich bin noch nie im Schnee gefahren. Und sobald wir jetzt Tageslicht haben, ein ganz früher Winter auf Godscover. Boah, 2 Grad, ey. Nee, 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 nee. Meine ganzen Pläne sind in den Wicken. Ja. Ja, also wir können das. Komm, mein Kleiner, du brauchst keinen Raps mehr sehen heute. Das hat sich erledigt. Oh, ist ja geil, da wo die Reifen standen. Ist ja nice, ey. Ja, komm, wir fahren nach Hause. Oh, ich hab nicht mal eine Jacke an. Alter Verwalter. Wer hätte das gedacht? So ein früher Winter auf Godscover. Verdammter Osten, Elendiger. Mit allem gerechnet, aber damm, ey. Aber deswegen, gestern war schon Scheißwetter. Es war gestern 1 Grad zu kalt. Ja, es war, hatte Shitwetter auch. Es war 4 Grad und der Raps, der braucht Minimum 5 Grad. Dann habe ich gedacht, nee, da klopfst du jetzt nicht einfach wie so ein Wahnsinnigen den Raps in die Erde. Du wartest jetzt, vielleicht kommt die Temperatur ja nochmal, ja. Ist gekommen, aber da unten. Madre mia, macht er eigentlich wirklich Spuren hier im Schnee? Das kann man irgendwo einstellen, warte mal. Ey, das mit dem Hupen kriege ich nicht weg. Der weint hier wegen Windows. Irgendwie eine Doppeltastenbelegung oder was? Alter. Was ist das denn? Ich habe geupdatet. Das Ding kenne ich noch nicht. Aha. Und jetzt kann man sich hier so Statistiken angucken. Hoppala. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Muss ich erstmal gucken hier. Ja, Celsius. Schneespuren. Aus. Und jetzt ist an oder was? Ey, macht hier keine Schneespuren? Also ich finde, man darf ruhig sehen, wenn ich durch... Ach. Man darf ruhig sehen, wenn ich durch den Schnee fahre. Schnee ist an. Hm, vielleicht erst beim nächsten Tag. Vielleicht ist der Schnee so gering hier oder was? Ich weiß es auch nicht. Alter, Enten, seht zu, dass ihr wegkommt hier. Es liegt Schnee. Boah, so ein früher Winter. Verdammt nochmal. Und mit allem gerechnet, aber damit nicht. Hm, mutig, wie er ist. Oh, wir machen noch Raps. Ja, natürlich machen wir Raps. Wo denn? Wir können jetzt vielleicht... Kann man davon Mist fahren, wenn Schnee liegt? Eigentlich nicht, ne? Aber ich muss heute den Stall ausmisten. Wir haben ja gesagt, sobald Winter ist, wird ausgemistet. Die Heike hat mich schon angerufen, die hat gesagt, hör mal zu, Bauer. Wenn wir diese Woche nicht ausgemistet werden, hätte ich gerne Bergsteigerausrüstung. Ja, damit ich von A nach B komme in meinem Stall. Mir fällt da gerade was ein. Was sagen denn meine Obstbäume? Also Wasser und Mist haben die schon lange nicht mehr gekriegt, weil ich echt andere Sorgen habe im Moment. Ja, die behalten das Laub. Okay. Okay, die sind also nicht Seasons angepasst, die Bäume. Wahrscheinlich, wenn ich den Mist und Wasser gebe, würden auch jetzt noch Äpfel dranhängen. Na ja, gut, aber ich habe die auch so ein bisschen versteckt gepflanzt hier. Das fällt nicht ganz so doll auf, dass die immer grün sind. Im immergrünen Wald. Verdammt nochmal. Aha. Ah ja, ja, eingefroren ist er. Eingefroren. Ich... Mach doch wenigstens, krempel doch deine Ärmel runter, Junge.
Mensch. Ach. Was hast du denn? Warum willst du denn immer mit aller Gewalt in diesen Zaun fahren? Hier ist es. Kannst du gucken bis zum Horizont? Fahr doch daher. Verstehe ich nicht. Warum denn mit aller Gewalt in den Zaun rein? Auch zweimal, ne? Direkt. So. Stellen wir die Sämaschine erstmal wieder an der Seite. Ja? Ja, wir können jetzt bestenfalls Mist machen. Mist stand für heute überhaupt gar nicht auf dem Kalender. Ach, und warum immer so nah an dem Pfeiler? Diego, Diego, Diego. Es ist doch Platz satt. So. Schmeiß weg das Ding. Wir brauchen die nächsten paar Tage nicht mehr. Kannst dich hier hinstellen. Ich weiß gar nicht. Du kannst Schnee räumen, eventuell. Aber nur so ein bisschen Schnee, das müssen wir nicht wegräumen. Oder? Das können wir liegen lassen. Da tritt sich fest. So. Ja, genau. Guckt euch das an hier. Die Heike hat schon ein Sauerstoffgerät bestellt. Bei mir. Nicht wegen dem Stangen, wegen der Höhe. Die hat gesagt, boah, was ist mit dir? Scheiße, das Wasserfass war auch voll, das ist bestimmt gefroren. Obwohl, eigentlich ist plus 2, ne? Ist noch nicht Minus hier? Ja, der war am Bellicus verteilen hier, der Mobs. Stell ihn erstmal dahin. Boah, Gott sei Dank hatte ich die Hänger reingestellt. Oh, der eine Hänger, der stand kurz vorher, stand er noch draußen. So, ja genau. Du bist jetzt erstmal feste dran mit Mistfahren. Ich weiß nicht mehr, ob man das darf. Oh. Wo ist denn mein Buchstall da hinten? Schade, ne? Das, ich hatte jetzt gedacht, Schneespuren. Vielleicht ist noch nicht genug Schnee, dass der eine Spur machen kann. Wo bin ich denn überhaupt? Ich habe mich ganz verfahren hier. Mein Gott. Ich kenne meinen eigenen Hof nicht wieder hier. Sag mal, driftest du? Oder bilde ich mir das ein? Oh, Eier! Ey, sag mal, der fährt so ein bisschen über alle Räder, schiebt der so ein bisschen. Kann aber nicht sein, oder? So, ich muss eben hier, ich habe hier Eiseier. Ach, ja. Ja, Mädels, was ich sehen? Ihr könnt doch nicht die Eier mal im ganzen Hof verteilen. Ich weiß gar nicht, wie oft am Tag ich hier die Eier wegsuche. Nein, nur einmal am Tag, aber... Ich finde das witzig. Dadurch, dass der die hier vorne platziert hat, ist es, glaube ich... Ich habe noch nie so viele Eier gesammelt wie auf dieser Karte hier. Weil sonst, weißt du, wenn der Hühnerstall ist, steht irgendwo in der Ecke. So, ja, toller Hühnerstall, schön, dass du da bist. Ne? Aber hier fällt das mal volle Kanne auf, wenn hier die Eier überall auf dem Hof rumliegen. Und dann noch im Schnee. So, ja, hol mal den... Oh, das Wasserfass muss hier aber weg, glaube ich. Das kann hier nicht stehen bleiben. Aber ich hatte gerade echt das Gefühl, der schiebt über alle vier Reifen. Das kann man nicht sein, oder? Ich muss gerade fahren hier. Sonst, klappt das nicht. Ein bisschen Mist ist noch drin. Wie hätten wir es denn gerne? Eigentlich möglichst nah am Kuhstall, oder? Mal gucken, ob ich den da irgendwie hingezwirbelt kriege. Dass der so ungefähr... Oh, erstmal das L drücken. Sonst werde ich mal schwindelig. Sonst wird mir immer ganz schwindelig. So, wenn ich hier... Ein bisschen vorfahren nochmal. Dass wir den möglichst nahe an der Tür dran kriegen. Ja. Ja, so kannst du stehen bleiben. Ist gut, mach aus den Motor. Wir holen einen Radlader. Jo. Den Grund, was läuft der noch? Irgendeiner läuft der. Der Deutz läuft noch. Der Deutz nicht ausgemacht. So, dann komm mal her, mein Kleiner. Geh du mal auf die Wahnsinnsperspektive. Ist der schon an? Mein Gott, ist der leise im Standgas. Den hörst du ja gar nicht. So, dann komm. Ja. Wir müssen die Heike bergen. Heike hat um Rettung gebeten.
Hühners! Macht euch weg da. Hoffentlich ist der nicht zu... Boah, der, das Wasserfass muss da weg, ey. Die Ballen habe ich auch richtig gut gelagert. Habe ich noch eine Tür oder habe ich nur die eine Tür hier? Hinten ist auch noch eine Tür. Ey, soll ich vielleicht lieber hinten? Ich komme hier gar nicht rein. Doch so gerade. Jesus, Maria und Giuseppe. So, Mädels. Wahnsinn. Lass mich mal kurz runter von meinem Böckchen. Wo bin ich denn? Hallo, Leica. Na? Guckst du so? Was ist das, ein Beatmungsgerät da bei dem Gesicht? Ja, ich misste heute aus. Wir haben gesagt, wir warten bis zum Winter und missten dann aus. Jetzt ist Winter. Ich weiß nur nicht, ob ich das Zeug schon direkt verteilen darf oder ob das einen Mecker gibt. Also wenn normalerweise, wenn kein Wachstum ist, darf man nicht, ne? Aber hier ist viel mehr Platz. Wie komme ich denn hier rein? Richie, wo hast du das Loch gelassen hier? Du hast doch ein Loch gelassen, oder? Richie? Das heißt nicht, warte mal, ich muss auf Gas geben hier. So. Richie, hast du kein Loch gelassen? Mein Gott, die wäre fast auf Schnauze gefallen hier. Ja, ja, ja. Oh, da schimpfe, da kriege ich aber Schimpfe hier. Ah, Richie, hast du jetzt bei... links, rechts. Richie, hast du bei der Kühe kein Loch gelassen? Ja gut, dann müssen wir vorne durch. Es geht ja vorne durch. Ich dachte, weil hinten so viel Platz ist. Nee, ein Loch haben wir jetzt nicht. Na gut, so schlimm ist nicht. Dann mache ich das halt alles hier drüber. Oh mein Gott. Die armen Viecher, ey. Ja, ja. Hüpp mal drauf auf dein Böckchen. So, und jetzt mit Spiegel fahren, Diego. So links, rechts. Einfach nicht lenken. Einfach gerade, langsam gerade zurückrollen. Ja, guck mal. Und jetzt stehe ich zu nah dran, oder was? Nee, wow. So schlecht ist es gar nicht geworden. Ah, aber ich glaube, dem Wasserfass habe ich gerade gut einen mitgegeben. Ich hatte jedenfalls das Gefühl. Ja, und bei so einer Aktion kommt natürlich das Lenkrad auf seine vollen Kosten, ne? Boah, herrlich, ey. Ja, das Wasserfass, da steht genau in Einflugschneise. Hä, was? Ne? Bin ich richtig leer gemacht oder ist der schon voll? Hat der die Eingabelbeladung oder was? Ja gut, da war noch was drin. Donnerwetter. Muss ich schon wegbringen jetzt. Verdammt. Das ist so ein früher Winter, ey. Was mache ich denn jetzt mal? So, das passt aber auch auf einen Millimeter hier, ne? Das ist so wieder für gemacht, ey. Oh mein Gott, die ist gerade voll auf Schnauze geflogen. Oh nein. Ja, was latscht du auch hier rum? Jetzt warte doch, bis ich fertig bin, Mädchen. Jesus Christ, ey. Wenn die sich was in... Ja, jetzt musst du auch noch hier vorne hoch, ne? Hm. Ja. Ist derselbe Mist wie da hinten. Maria und Giuseppe. Mach mal das Kärtchen aus. Nicht noch größer. Alter. Soll ich hier hochklettern? Ach ne, komm. Mach da keinen Dicken von, ey. Seh zu. Geh auf dein Böckchen. Mando. Wie komme ich denn hier weg? Am besten durch die Wiese knallen, oder? Komm, wir knallen durch die Wiese. Ja, komm. Ja? Dafür haben wir sie doch. So. Los geht die wilde Fahrt. Einmal quer hier durch. Wo ist mein Tor? Bist du mein Tor hier? Ja. Auch nur daran erkannt, weil es offen stand. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Da kommt ein Auto. So, und jetzt Vollgas. Muss ich tanken? Ja, tanken, komm. Ich tanke auch gleich, wenn ich schon hier bin. Das ist eine Gelegenheit hier. Ich hoffe, von hinten kommt jetzt keiner. Ich sehe auch hinten nichts. Spiegel erkenne ich ein bisschen. Komm, tank schneller.
Danke. Henske Nienau. So, hier ist eine Zweitankstelle, ist das, ne? Die erste ist hier auf Altenstein. Und hier hat er noch eine Zweitankstelle. Auf Kotzkopf. Halt! Boah, den alten Blitzkasten, ey. Nochmal kriegt der mich nicht. Was mich dieser alte Kasten schon Geld gekostet hat, ne? Der fährt ein ganz klein bisschen zu schnell, der alte Schlepper hier. Ah, oh, nee, 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 nee. Ganz früher Winter auf Gottskoffer, ich wollte schon sagen, auf Altenstein. Tigo, welche Map fühlst du denn gerade? So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das gehen tut. Schaut mal die Optik auf unendlich. Taste dich mal an dein Feld ran. Und hau mal einen Helfer rein. Der fährt los. Die Frage ist, habe ich jetzt auch eine Düngetextur oder nicht? Also den Mist sieht man schon mal nicht. Auf dem Schnee. Gut, das kann jetzt auch einfach nur ein Engine-Problem sein. Ist aber doof, ne? Wenn man nicht sieht, wo man mich streuen muss, darf, gehabt haben, sein wollen, werden. Das ist gut, halt mal an. Halt mal an. Ich muss noch einmal kurz gucken. Hast du denn jetzt eine Düngetextur bekommen? Da sieht man nicht, wer geflüchtet werden muss. Jo. Also gedüngt hat er. Aber mir wäre ehrlich gesagt lieber, wenn kein Schnee liegen würde. Was meint ihr dazu, YouTube? Das Video ist schon wieder zu Ende. Jesus Christ. Tja, ich glaube, ich misste einfach ein bisschen was aus. Obwohl, ich müsste eigentlich auch Kühe wegbringen noch. Sollen wir im nächsten Video Kühe wegbringen, YouTube? Egal, dieses Video ist jetzt erstmal zu Ende. Schade eigentlich. Ich bin richtig geflasht mittlerweile von der Seasons. Dafür, dass ich die am Anfang so verflucht habe. Vielleicht hat euch das Video auch gefallen. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder auf einem anderen Video. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.